Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Heute geht es darum, die Differenz zweier Signale zu messen. Das geht auf verschiedene Arten. Man kann einen Differentialverstärker nehmen. Man kann ein DSO, ein Speicheroszilloskop nehmen und dann die mathematischen Funktionen zu Hilfe nehmen. Oder aber mit einem Analogoszilloskop, wenn es ein bisschen trickreicher wird, dann braucht es einige spezielle Einstellungen, aber es geht durchaus auch. Und das möchte ich Ihnen heute demonstrieren. Differenzverstärker mittels Analogoszilloskop von einem Tektronix 2465B. Die Frequenz, die ich hier eingestellt habe, ist 10 MHz. Die Amplitude Kanal 1 ist 3 Volt und Kanal 2 2 Volt. Also wir haben hier eine Differenz von 1 Volt und die möchte ich Ihnen nun auf einem Analogoskop demonstrieren. Ich habe nun diese zwei Kanäle mit 1 Volt unterschiedlicher Amplitude am Oszilloskop auf Kanal 1 und auf Kanal 2 gestellt. Ich werde mal den Kanal 1 einblenden. Das sind 3 Volt und dann den Kanal 2 ebenfalls einblenden und dann haben wir 2 Volt. Wie kommen wir nun auf die Differenz? Es ist ja kein Speicheroszilloskop. Es geht relativ einfach. Man invertiert einen Kanal, spielt keine Rolle welcher. Ich nehme mal Kanal 2, den habe ich invertiert. Das Signal ist also invertiert. Und jetzt addieren wir das invertierte Signal zum nicht invertierten Signal. Und als Resultat bekommt man jetzt die Differenz. Die können wir jetzt mit einem Cursor anschauen und im Prinzip schauen, dass die Differenz, was die Differenz mit den Cursoren hergibt. Und ich bekomme hier 1 Volt, also das stimmt ganz genau, die Differenz 1 Volt. So kann man mit einem Analog-Oszilloskop, hier Tektronix 2465B, kann man ein Differenzsignal anzeigen. Das geht auch mit 1 Millivolt Differenz. Ich habe es hier einfach zur besseren Darstellung mal mit 1 Volt gemacht. Schönen Dank für diesen Blick ins Labor und bis bald.